Hallo, hier ist Muho. Gestern war die Speicherkarte voll, deshalb geht es heute weiter mit dem Thema Suizid, Selbstmord oder Freitod. Dass Mord nicht okay ist, leuchtet Gott sei Dank den meisten Menschen ein. Sonst hätten wir Chaos oder wir haben ohnehin schon Chaos auf dem Planeten, aber es könnte noch schlimmer kommen. Wie ist es mit dem Selbstmord? Warum darf man nicht seinem eigenen Leben nach freiem Willen ein Ende bereiten, wenn man keine Lust mehr hat? Ich habe da meine Zweifel. Zum einen, weil es ja bedeutet, dass das Gehirn sozusagen im Alleingang entscheidet, das Leben des ganzen Körpers zu beenden. Warum muss man sich vor einem Zug oder von einem Haus herunterwerfen oder eine Kugel durch den Kopf jagen? Ganz einfach, weil der Körper nicht sterben will. Wenn der Körper ebenfalls sterben wollte, dann könnte man ja auch einfach die Luft anhalten. Zumindest sollte man sich selbst und dem Körper so viel Zeit geben, dass man sagt, ich faste mich zu Tode und auch wenn es 4, 5, 6 Wochen dauert. Denn es klingt ja auf den ersten Blick so, als würde man niemanden damit auf den Geist fallen oder niemanden anderen Schaden zufügen als sich selbst durch den Suizid. Was natürlich genau genommen auch nicht stimmt, denn der eigene Tod wird auch die Familie, die Freunde und eine ganze Menge von anderen Leuten drumherum betreffen. Also es ist nicht so, dass man mit dem eigenen Tod niemanden Schwierigkeiten bereitet, sowohl körperlich als auch finanziell und besonders seelisch bereitet man natürlich anderen auch große Schwierigkeiten. Aber wenn man sagt, okay, mein Leiden ist so groß, dass mich das jetzt nicht groß interessiert, was die anderen von meinem Tod denken, man könnte sich zumindest noch die folgende Frage stellen: Wie ist es denn mit dir selber in 20 Jahren? Wenn man zurückblickt auf sein Leben, stellt man oft fest, dass man nicht mehr derselbe ist, der man früher war. Ich bin nicht derselbe Muho, der ich vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren war. Und ich habe in meinem Leben auch schon häufiger an Selbstmord gedacht. Habe es aber nie getan, offensichtlich. Hauptsächlich, weil mir der Mut gefehlt hat. Und da war auch immer dieser Gedanke, okay, umbringen kann ich mich auch morgen noch. Aber wenn ich mich heute umbringe und dann feststelle, oh, das war ein Fehler, ich kann nicht zurück, ich kann es nicht rückgängig machen. Wenn ich mich umgebracht hätte mit 16, ich hätte dem Mucho, der ich heute bin, damit die Chance gegeben, für sich selber zu entscheiden, ob das okay ist, dass er hier sitzt. Und tatsächlich mit 52 habe ich das Gefühl, das ist eigentlich ganz gut, dass der Mucho sich mit 16 nicht umgebracht hat, sondern stattdessen den Zen-Weg eingeschlagen hat. Das war gar keine schlechte Idee. Und wenn man sagt, nee, nicht mit mir, ich bringe mich um, dann bringt man nicht nur sich selbst um und setzt einen Schlussstrich unter das bisherige Leben, sondern man radiert ja sozusagen auch die ganzen zukünftigen Muhos oder Rudis oder Brunos oder wilde Drachen oder wer auch immer man gerade ist, man nimmt denen ja die Chance, für sich selbst die Entscheidung zu treffen. Insofern, also ich bin kein richtiger Hardcore-Selbstmordgegner. Insofern, als ich nicht sagen würde, wer sich selbst umgebracht hat, der fällt in die Hölle und wird da ewig schmoren. Wer diesen Weg, diese Option für sich gewählt hat, und es ist ja eine Option,
Der wird seine Gründe gehabt haben und es liegt nicht an uns oder es ist nicht unsere Aufgabe, da ein Urteil zu fällen, ob das nun gut war oder schlecht. Andererseits, wenn jetzt hier einer sitzt und sich fragt, ja, warum soll ich noch weitermachen? Keiner braucht mich. Jeder Tag ist grau. Ich bin deprimiert. Du weißt nicht, wer da in 5 oder 10 Jahren sein wird, wer dann in deiner Haut stecken wird. Und wenn du dich heute umbringst, bringst du auch den um, der da in 10 Jahren stecken könnte. Insofern, ja. Überlegst dir. Und ich finde, dass sich das Hirn da oben nicht als Meister aufspielen sollte, das ganz allein entscheiden darf, was mit dem Rest des Körpers passiert. Frag auch mal deine Lunge, frag dein Herz, frag deinen Bauch, ob die auch sterben wollen. Und wenn die Nein sagen, dann solltet ihr euch vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, um das miteinander zu diskutieren. Und wie gesagt, bei der Organspende, ja klar, ich bin da auch nicht absolut dagegen, aber ich habe so das Gefühl, dass auch die Medizin jetzt so ein bisschen über ihre Grenzen hinausgeht. Und wie gesagt, wie ich im letzten Video gesagt habe, der Körper des Menschen so ein bisschen wie ein Ersatzteillager betrachtet wird und wenn irgendetwas medizinisch möglich ist, dann wird es auch gemacht. Wenn einer 80 ist, und das könnte ich sein in 28 Jahren, das ist doch auch ein ganz gutes Lebensalter, ne? Also muss man sich da noch einen Herzschrittmacher zum Beispiel einbauen lassen. Und das ist ja noch nicht mal ein Organ. Das ist ja nicht mal ein Organ. Das ist ja einfach was ganz Mechanisches. Ja, warum nicht, wenn der Persönliche sich das wünscht, ne? Aber ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, dass das so fast so wie eine Pflicht ist, ne? Dass so eine Pflicht ist, solange es medizinisch möglich ist, sich weiterleben zu lassen, sozusagen, sich immer dann neu was einbauen zu lassen, beziehungsweise dass jemand, bevor er stirbt, dann auch was unterzeichnet, dass er gerne bereit ist, all die Teile in seinem Körper dann zur Verfügung zu stellen, dass die Ärzte nach Belieben dann das irgendwo anders einbauen dürfen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin jetzt auch nicht so wie die Zeugen Jehovas und sage, nee, Bluttransfusion, um Gottes Willen. Westliche Medizin stehe ich auch dazu, ne? Aber manchmal gehen wir da vielleicht ein bisschen zu weit und wenn jemand sagt, nee, ich will keine Organe spenden, das sollte natürlich unseren Respekt verdienen. Oder wenn jemand sagt, ja, bevor er mir da irgendwas einpflanzt, vielleicht ist meine Zeit auf diesem Planeten auch gesegnet gewesen, aber eben auch jetzt zu Ende. Zu Ende, ne? Man muss nicht alles hier oben entscheiden wollen, sondern man kann es auch manchmal dem natürlichen Lauf der Dinge überlassen, finde ich. Insofern, wie so oft, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es manche Leute stört, dass ich manchmal sehr ambivalent bin, ne, und kein klares Ja und kein klares Nein zu solchen Dingen sage, sondern eher ein Ja und Nein, weder noch. Und so ist es auch in diesem Fall, ne? So ist es auch in diesem Fall. Okay. Suizid. Gewaltanwendung.
Organspende. Interessante Themen. Und wie immer, der Muho ist nicht im Besitz des Stein der Weisen, leider. Aber vielleicht wisst ihr es ja besser und könnt mich aufklären unten bei den Kommentaren. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt die letzten Woche auch auf manchmal den Überblick verloren habe. Da sind so viele interessante, kluge Kommentare, dass ich gar nicht mehr alles mit der nötigen Aufmerksamkeit beachten kann. Manchmal gebe ich da auch ein Herzchen, ohne es überhaupt gelesen zu haben. Okay, wir sehen uns wieder. Bis morgen. Tschüss.